Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard. Was ich hier mal kurz zeige, ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen, ich habe was erstellt, ne? Eine schöne Zweihandaxt. Und wo ist sie? Nirgends. Sie ist einfach weg. Weil es einfach ein Bug ist. Wie geil, oder? Dann sammelt man sowas und dann wird man noch beschissen vom Spiel. Aber egal. Nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht den Spaß nehmen. Okay, jetzt begeben wir uns nach Niflheim und schauen, ob Grimnir dort ist oder ob wir nur eine weitere Passage durchleben. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Aber es hat so den Anschein, weil die ganzen Leute haben so gesagt, möge die Macht davon bei dir sein, möge die Macht davon bei dir sein. Dass es einfach für mich heißt, okay, jetzt ist das Ende erlangt. Denke ich. Man weiß es aber nicht. Mein Pad hat gar nicht vibriert, aber es geht trotzdem los. Grimnir hat die ewige Quelle erreicht. Ihr Hüter niedergestreckt durch seine Axt. Doch trinkt er nicht aus ihren Wassern. Nun zeigt sich, ob meine Weissagungen sich erfüllen. Ob die Ulfung, der Clan der Verstoßenen, unseren Heilbringer hervorbringen wird. Okay. Let's get it on, würde ich sagen. Ach, weiter in die kalten Tiefen. Okay. Diese Macht ist mein. Das Recht des Stärkeren obsiegt. Aber warum verzage ich? Warum schöpfe ich nicht aus der Quelle? Keine Ahnung, Junge. Ich war stark genug, den Hüter zu besiegen. Ich sollte nun meine Belohnung einfordern. Aber was wird mit mir geschehen? Welches Geheimnis hüteten die Götter vor uns all die Zeit? Die Frostriesen folgen mir. Surt und seine Feuerriesen folgen mir. Ich bin dazu bestimmt, die Riesen gegen Asgard in die Schlacht zu führen. Doch bleiben die Prophezeiungen schleierhaft. Wieso sollte der aus dem Quell trinkt, die Macht besitzen, Ragnarok heraufzubeschwören? Wer ist da? Zeigt euch! Es ist an der Zeit, diesem Versteckspiel ein Ende zu bereiten, zu dem ihr mich gezwungen habt. Die ewige Quelle gehört mir! Okay. Shit. Oh shit. Und tschüss. Okay, Großer. Ich wusste es. Heilige Makrele, was bist du denn für ein hässliches Vieh? Okay.
verstehe nicht, was das da mit diesen Dingern da auf sich hat. Das sind einfach seine Finger, oder? Aufwärmen. Ah, die muss ich die ganze Zeit abschlagen, okay. Weg mit euch komischen Viechern, Fingern, was auch immer, ekeliges ihr seid. Oh shit. Muss mich mal kurz ein bisschen aufwärmen. So, weiter geht's mit deinen Fingern. Jo, haben wir auch. Die Finger haben wir auch geschafft. Okay, müssen wir jetzt noch den Kopf abschlagen, oder? Kopf! Ah, ah. Es ist getan. Okay. Meine Visionen haben mich nicht getäuscht. Unsere Feinde sind besiegt und ihr dürft nun von der ewigen Quelle trinken. Wenn alle Feinde besiegt sind, gibt es doch auch keinen Grund mehr, von der Quelle zu trinken, oder? Der Winter ist noch immer eine Bedrohung. Das große Eis umgibt noch immer Midgard. Und wenn ihr nicht von der Quelle trinkt, tut es ein anderer. Und wer auch immer von dieser Quelle trinkt, erhält die Macht, Ragnarök auszulösen. Wieso beschleicht mich das Gefühl, dass ihr mich ausgespielt habt, Vala? Ich habe euch nicht ausgespielt, Kind. Wenn ihr nicht aus freien Stücken gehandelt habt, seid beruhigt. Ich hatte die Zügel nicht in der Hand. Okay. Hat die überhaupt wer? Lasst uns gehen. Es ist Zeit. Oh, shit. Der Häuptling der Ulfung kehrte nie wieder in sein Dorf zurück. Wenn man mich fragt, was sich an der ewigen Quelle zugetragen hatte, antworte ich, dass ich es nicht weiß. Man sagt, der Herold Ragnarök sei der riesenhafte Wolf Mungarm, welcher den Mond verschlingen und den ewigen Winter bringen wird. Ich kenne diesen Wolf unter einem anderen Namen. Er war ein großartiger Häuptling, ein stolzes Wikinger-Oberhaupt. Und der eigensinnigste Gefährte, den ich je gewann. Er kehrte nie in sein Dorf zurück. Doch wacht er über es, bis zum heutigen Tage. Mögen die Götter ihren Segen über die Wölfe Midgards erstrahlen lassen, denn eines Tages, eines dunklen Tages, wenn der Clan in Gefahr ist, wird er zurückkehren. Weise Worte. Weise Worte. Was war das zur Hölle? Egal. Was ist jetzt? Jo. Das war's. Alles klärchen. Okay, liebe Leute. Das war's mit Vikings Wolves of Midgard. Vielen Dank, dass ihr das Projekt so unterstützt habt. Das freut mich. Ich habe es auch gefeiert mit euch. Ich hoffe, ihr konntet es genauso genießen. Lasst mal ein Feedback über das ganze Projekt da, ob ihr sowas in der Art weiter als Projekte noch sehen möchtet, so Spielarten. Ja, ansonsten, ihr wisst ja, wie es läuft. Bewertet das hier auf jeden Fall. Checkt meinen Kanal immer aus. Es kommen tägliche Videos, 2 Stück. Ich habe einen Plan erstellt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Haut rein!